Jo, später. Später? Wenn dich im Internet gesehen und gelesen, dass du Rapper bist. Da stand auch, dass du Pfadfinder bist. Das ist voll uncool. Hey, warte, das war dein Vater, oder? Yes, das ist irgendein Tag schon. Ich rede nicht von meinem Vater, ich rede von später. Wir dissen dich jetzt voll hart. Ich hab zwar vergessen, wie ich heiße, aber wie heißt du nochmal? Ich bin Get Punched. Ja, und ich heiße auch irgendwie, habe ich vergessen. Ja, ich bin Fake Out, der Killer. Get Punched und Fake Out dissen dich jetzt. Weißt du? Ja, ich hab den jetzt vergessen. Ich hab vergessen. Ja, Peter, ich mein später. Wir kennen dich ja nur unter später. Wir haben dich auf MySpace unter später gefunden. Das ist ein Account. Und du hast da Songs raufgeladen. Du glaubst, du bist besser wie wir, und das bist du nicht. Wir sind die Kings im vierten Bezirk. Ja? Er wohnt auch gar nicht im vierten. Wir sind die Kings in Wien, ganz Wien. In Wien. Wien. Und wir wohnen nicht im vierten, wir wohnen im 21. Ganz genau. Und du nicht, oder? Ja, ja. Ja, glaube ich nicht dort. Weißt du, Peter? Dein Penis ist 10 Meter lang. Aber unserer. 100 Zentimeter, Alter. Genau. Und da du Mathe studierst, kannst weißt du rechnen. Sicher. Du weißt. 100 Zentimeter. Ja. Moment mal, das ist doch weniger als 10 Meter. Ja, Peter, das verstehst du noch nicht. Das hast du noch nicht gelernt in Mathe. Ja. Ja. Brüche kommen halt erst später. Die lernt man nicht schon am Beginn später. Genau. Da ist ein Bruch dabei. Ja, es ist ein Bruch dabei. Ja. Wir haben dich voll hart getest. Lösch deinen MySpace-Account. Ja. Oder wir kommen demnächst bei dir vorbei und dann gibt's Get Punched. Ja, oder Get Killed. Wie heißt ich nochmal? Fake Out. Genau, dann wirst du outfaken. Das heißt Get Punched, weil das erste, wenn du mich siehst, was passiert ist, du Get Punched. Oder ist korrekt auf Englisch? Ja, so ungefähr. Vielleicht soll ich mich Get Punched nennen, weil bei Hishui das S gibt. Oh Gott, nein. Ich scheiß auf Grammatik, ich scheiß auf dich und ich scheiß auf deine Musik und lösch deine MySpace-Account. Ja, und das nächste Mal, wenn du zu Hause sitzt und sagst, ich bin Peter, ich bin Peter, ich bin Peter, dann wirst du sagen, ich bin später, ich bin später. Und dann werden wir da sein und sagen, ja. Du bist nicht später. Warte mal, das war gar kein Text. Du bist Peter, aber später existiert nicht mehr. Weil später ist der Musiker-Ich und Peter ist der normale Ich. Und später gibt's jetzt nicht mehr, weil wir dich getestet haben und später kann das nicht so hinnehmen. Und deswegen wird später nach Hause rennen, zu seiner Mutter und weinen und nicht mehr existieren. Und das war nicht unlogisch. Weißt du, was wir mit dir machen? Wenn wir dich in die Finger kriegen, genau das hier, was ich mit diesen Nüssen hier mache. Ja! Was, Simo, ich meine... Ja! Ja, und ja nicht, da, nichts ist mehr übrig von der Nuss. Genau das wird Simon mit, wie heißt du nochmal? So? Get Punched. Genau, Get Punched mit dir macht. Also pass besser auf. Du kennst uns nicht. Du weißt nicht, wie wir aussehen. Und wir sind dein Schatten. Egal, wo du hingehst, solange du Musik machst, wir sind dort. Wir verfolgen dich und wir schlagen dich. Get punched. Everywhere where you are. Genau, meine Brille läuft an. Dings. Ich muss sie mal kurz abnehmen. Nein, das darfst du nicht machen, Johnny, sonst weiß er, dass du. Ich meine, das darfst du nicht machen, Fake Out. Der Killer oder. Ja, stimmt. Peter hat nichts gesehen. Später, Peter. Wollen wir noch ein paar Diesel hinten nachwerfen? Ja, so wie die Nuss. Du studierst Mathematik. Wir sind in der Schule immer nicht durchgefahren, wir haben nicht mehr Matura. Das sind echt die Gangster. Warte, das ist zu hart. Warte mal, wir sind beide durchgefallen. Er hat die Schule schneller geschafft als. Die Schule schafft es um Gangster. Das macht man kein Rapper. Das
Ja, Peter, das ist alles deine Schuld. Ja, du bist genau, schuld daran, dass dein Schwanz so kurz ist und dass dein Flow so scheiße ist und du mit uns nicht mitrappen kannst. Wir haben uns seinen Song angehört und du triffst nicht einen Takt. Naja, ein paar Takte trifft das schon, aber verhältnismäßig wenig. Also, du triffst so 8 von 10 Takten und ich treffe so 9,5 von 10 Takten. Verstehst du? Das ist einfach nicht so gut, wie ich bin. Beim Partner pennt, weil, weißt du, er ist erschöpft davon, dich zu dissen. Das ist nämlich unsere Arbeit. Wir machen das jetzt schon seit 9 Stunden heute. Wir diesen nicht nur dich später, wir diesen auch jeden anderen, der glaubt, er ist besser wie wir. Und wir diesen auch jeden, der nicht glaubt, dass er besser ist. Wir diesen auch jeden, der glaubt, er ist schlechter wie wir. Weil wir sind gegen Leute mit schwachem Selbstbewusstsein. Was? Wir haben doch 9 Stunden versucht, Peter zu dissen und nur diese Aufnahme hier. Also ich weiß nicht, ob sie. Die ist die beste von allen bis jetzt. Nein, wir haben. Warte mal, wir haben andere. Ja, genau, wir haben andere getisst. Ja, stimmt, wir müssen in die Hand. Wir haben alle gedisst. Ehrlichkeit ist auf MySpace. Jeden Künstler auf MySpace. Alle gedisst. Und auf Facebook. Und auf Facebook, ja, auf Facebook gibt's auch Künstler. Naja, auf Künstler MySpace gibt's ja nur noch ein paar hundert oder so. Ja, aber auch die glauben, dass sie gut sind und müssen deswegen gedisst werden. Mhm. Und sie haben MySpace. Das alleine verdient schon Diss. Ja, also pass nächstes Mal besser auf, mit wem du dich anlegst. Ja. Sonst kommt Fake Out, der Killer. Der Puncher. Das ist unoriginell. Dead Punch, der Zerstörer. Oder wir lassen unsere Freunde auf dich los. Und von denen willst du nicht mal wissen, wer sie sind. Genau. Und kannst du nicht, weil du so schnell tot bist, wenn du sie siehst. Die wirst du gar nicht kennenlernen. Und sonst noch alles Gute zum Geburtstag. Ja. Noch deiner Mutter alles Gute zum Geburtstag. Genau. Und deinem Vater gute Besserung. Ich hab gehört, dass der im Sterben liegt. Hey Simon, die Nuss, die du runtergeworfen hast, ist hier. Die hab ich nicht runtergeworfen. Du hast deine runtergeworfen, die bist zu. Die liegt da. Quetscht. Ja. Wir zerquetschen nur später. Das ist ein Diss auf deinen Namen. Später. Also. Ich geh nochmal aufs Klo und dann dissen wir dich weiter. Okay. Soll ich ihn dabei alleine dissen?